Wir haben die Länderspielpause gepasst und dementsprechend steht natürlich Spieltag Nummer 12 in der Bundesliga vor der Tür. Und auf den will ich euch heute bestmöglich vorbereiten. Wir gehen natürlich wie immer alle Matchups durch. Ich nenne euch meine Picks, meine Cheap Bees, potenziell auch meine MVP-Kandidaten. Wenn nicht, gibt's den morgen. Wir starten direkt rein. Let's go. Und da sind wir auch schon angekommen in der Bundesliga-Preview Nummer 12. Ist echt Wahnsinn, fast ein Drittel der Saison oder jetzt über ein Drittel der Saison ist bereits geschafft. Und wir steuern so ein bisschen auf die Saisonendphase zu. Es war jetzt die letzte Länderspielpause für dieses Jahr. Ich glaube, die nächste kommt erst nächstes Jahr im März. Also da haben wir eine Menge Zeit, die da voranschreitet, bis wir wieder in den Genuss einer Länderspielpause kommen werden. Och, wie schade. Es hat sich eine Menge getan in den 2 Wochen bei wahrscheinlich jedem von euch im Team. Transfers getätigt ohne Ende und jetzt geht's wirklich in die ganz, ganz heiße Phase rüber. Deswegen lasst doch gerne ein Like auf dem Video da, würde mich sehr freuen. Direkt der Disclaimer für morgen, es wird keinen Livestream geben. Ich bin morgen auf dem Weg in die Niederlande zu meiner Oma. Dementsprechend bin ich morgen nicht daheim und kann nicht streamen. Aber ich habe mir natürlich wie damals auch schon auf Malta einen Ersatz überlegt. Ich werde eine Spieltagsvorschau hochladen. Das habe ich, wie gesagt, in der Zeit auf Malta auch immer schon gemacht. Das heißt, ich gehe so ein bisschen die Matchups durch. Ich stelle euch meine Challenges vor und so weiter. Dann habt ihr natürlich auch einen kleinen Mehrwert und könnt wenigstens den Freitag nochmal cool dafür nutzen. Und unterhalb dieses Videos, nicht unterhalb der Preview, sondern unterhalb des Videos von morgen, könnt ihr sehr, sehr gerne Fragen zu euren Teams stellen. Ich werde die auch fast alle beantworten. Also ich habe da knackige 6 Stunden Autofahrt vor mir, wo ich nicht selber fahre. Wenn ich dann, wann dann, werde da eine Menge Fragen beantworten können, könnt ihr gerne morgen unter die Preview oder unter die Spieltagsvorschau schreiben. Ihr könnt natürlich auch hier gerne Fragen schreiben. Ich werde aber morgen bestmöglich viel davon beantworten. Kurz und knackig zu meinem Team und dann gehen wir auch schon rein in die Matchups. Spielertechnisch hat sich, glaube ich, gar nicht so viel getan. Ich habe im Vergleich zum letzten Spieltag den guten Philipp Lienhardt dazu gewonnen können. Für 17,8 Millionen, einfach aufgrund des Freiburger Programmes, gehe ich da wirklich all in. Wenn möglich, würde ich mir auch sogar einen dritten Spieler von Freiburg noch holen. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Aber auf jeden Fall mindestens 2 möchte ich haben. Jetzt habe ich mit Höhler und Lina 2 und freue mich darüber sehr. Ansonsten kennt ihr fast alle Spieler. Joscha Wagnermann ist jetzt für mich auch eine potenzielle Startelf-Option. Und zusätzlich zu dem, was ihr jetzt gerade seht, habe ich noch einen Robin Knoche auf der Bank, der definitiv irgendwo reingepackt werden wird. Argumentation dafür folgt später. Ja, der rein rationale Pick wäre natürlich Thomas Schwanschara gegen Dortmund rauszunehmen, aber Freunde, der Mann hängt jetzt hinter mir, als ob ich den gegen Dortmund nicht aufstellen kann. Mal schauen, also wenn ich rational bin, dann packe ich Schwanschara raus und packe dafür Robin Knoche rein. Ich könnte aber auch den Benzebaini-Gamble dann sozusagen nicht eingehen und dann Knoche für ihn aufstellen oder halt bei Wagnermann sagen, hey, potenziell noch nicht fit für die Startelf, nehme ich auch vielleicht raus. Oder wenn Conny Leimer morgen gegen Köln auf der Bank sitzt, kann ich den auch nochmal rausnehmen. Also Robin Knoche seht ihr hier, habe ich mitgenommen für knapp über 9 Millionen. Also meiner Ansicht nach sehr, sehr cheap. Habe ich mitgenommen, knappe Mio-Verlust jetzt. Und ist jetzt quasi mein 12. Mann, der immer wieder dann reinrotieren wird, wenn ein bisschen Not am Mann ist. Ja, das war es auch eigentlich schon zu meinem Team. Ich würde sagen, wir können direkt rübergehen in die Matchups. Let's go. Und wir starten natürlich wie immer mit dem Freitagabendspiel. Es ist der 1. FC Köln gegen Bayern München. Das Spiel, was letztes Jahr am 34. Spieltag in Köln stattgefunden hat. Mit diesem fast Last-Second Jamal Musiala-Tor, wodurch Bayern dann doch noch Meister geworden ist. War geil, war ein geiles Spiel. Die Vorzeichen waren aber ganz andere. Für mich war Köln da in einer relativ guten Phase, vor allem mit sehr, sehr guten Zugriffen im offensiven Bereich. Das fehlt mir dieses Jahr komplett. Ist ja mit einer der Sachen, die ich Woche für Woche bei den Kölnern mit Abstand am meisten kritisiere, dass sie offensiv einfach nicht genug machen und dann mit riesigem Abstand zu ungefährlich sind. Sind ja auch mit die Mannschaft in der Bundesliga, die den schlechtesten XG aus dem Spiel heraus hat. Da muss sich was bessern. Stand jetzt sehe ich das noch nicht. Jetzt spielt man gegen Bayern, die natürlich jetzt nicht die absolute Abwehr-Bollwerk-Festung sind, aber das sollte auf jeden Fall auf der Bayern-Seite dafür reichen, dass die Kölner hier kein Tor machen. Dayo Upamecano wird ihnen gut tun, dass er jetzt wieder zurück ist, 2 Wochen Vorbereitung hatte, auch glaube ich bei der Nationalmannschaft war. Mit Kim zusammen werden die da den Laden dicht halten. Deswegen ist mein erster Call schon mal ganz klar. Bayern spielt das Ding hier zu Null. Köln wird kein Tor machen. Und dann ist für mich nur die Frage, wie hoch gewinnen sie es? Ja, Köln ist, wenn sie eine Sache gut machen, dann ist es halt eben über Chabot und Hübers Bälle rausklären. Aber man sieht hier allein schon Carstensen und Heinz. Also wenn das nicht die krassesten Mismatches für Sané und Coman sind, dann weiß ich auch nicht. Oder ein Overlapping Davies, wenn er von der Länderspielpause rechtzeitig zurückkommt für das Spiel. Masraoui, der auch mein Pick ist in dem Spiel, kann ich direkt sagen. Zum einen Overlaps,
zum anderen Flanken und zum dritten gottlose Rohpunkte. Also wenn ich einen Spieler in dem Spiel hier picken müsste, wäre es Nusayir Mazraoui, wenn er denn spielt. Ich gehe mal davon aus, dass er auf der Rechtsverteidigerposition starten wird, weil das einfach ein Spiel ist, da brauchst du ihn. Da brauchst du einen spielaufbauenden Spieler, da brauchst du eher weniger einen Conny Leimer, der dagegen den Ball arbeiten kann. Wenn er spielt, ist Nusayir Mazraoui ganz klar mein Pick. Und ich habe mich am Ende für ein klassisches 3:0 entschieden. Also ich sehe da einfach zu große Mismatches. Ich glaube, Bayern wird da gerade über die Flügelzange Sané Coman eine Menge abreißen können. Ich denke auch ein Serge Gnabry ist nach Einwechslung hier sehr interessant. Die werden da auf jeden Fall gut Feuer machen. Deswegen sind das meine Picks. Beziehungsweise Mazraoui ist mein Pick und Bayern gewinnt das Ding am Ende mit 3:0. Wir kommen zu Dortmund gegen Gladbach. In den letzten Jahren immer ein Spiel gewesen, was auch eine Menge Spaß versprochen hat. Ihr seht es, wie gesagt, im Hintergrund Thomas Schwanschader, das Trikot ist angekommen. Erwarte ich ihn hier in der Startelf? Ja. Erwarte ich, dass er ein gutes Spiel macht? Nein. man kann jetzt natürlich darauf gamblen, dass gegen Dortmund einfach dieses Jahr die Defensive in manchen Phasen nicht ganz so zuverlässig ist. Trotzdem sage ich auch Woche für Woche, wenn mir eine Sache bei Dortmund relativ gut gefällt, dann ist die Defensive. Und was mir vor allem bei Gladbach überhaupt nicht gefällt, ist das, wie sie auswärts spielen. Also Simeone lässt da immer einen ultra passiven Ball spielen. Und ich denke auch nicht, dass sich das jetzt hier im Signal Iduna Park ändern wird. Also man wird wieder mit der Dreikette spielen, was sinnvoll ist, mit zwei Spitzen. Ich denke auch, wie gesagt, selbst wenn Jordan jetzt wieder die komplette Woche trainiert hat, Thomas hat das letzte Spiel gut gemacht und Simeone will ihn ja auch fördern. Deswegen bin ich mir da sehr sicher, dass er das Spiel bekommen wird in der Startformation. Und dann ist halt nur die Frage, kann Gladbach hier in irgendeiner Art und Weise mithalten? Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass sie ein Tor machen können, weil die Intensität da sein wird. Denke aber, über 90 Minuten ist der BVB dann doch schon die bessere Mannschaft. Auch wenn sie mir überhaupt nicht gefallen, denke ich, dass sie es am Ende ganz knapp mit 2:1 gewinnen werden. Und mein Pick kommt von der Dortmunder Seite. Es ist ein Verteidiger, dazu kommen wir gleich. Ich habe mich bei der grünen Balkengarantie für Nico Schlotterbeck entschieden. Zum einen offensive Gefahr. Gladbach ist eine Mannschaft, die unfassbar viel nach Standards zulässt, hat damit einen der höchsten Expected Goals Against, während Dortmund mit einem der höchsten XG nach Setplays, also nach Standards, stellt. Das heißt, Schlotterbeck zum einen als offensiver Abnehmer, zum anderen aber auch gegen Flanken von Franck Honorat, glaube ich, dass der hier eine Menge Punkte machen wird, plus Rohpunkte, ist für mich die klarste grüne Balkengarantie, kann man sich auf jeden Fall richtig cool reinstellen. Ich denke, der wird hier ein ordentliches Spiel machen. Wir gehen weiter zur nächsten Begegnung und das ist Union gegen Augsburg und ja, vielleicht ist so ein bisschen Hot Take Season zurück. Union gewinnt das hier in alter Union-Manier mit 1:0. Das ist mein Take und warum das so ist, gehen wir später in der Hot Zone drauf ein. Ich möchte jetzt gar nicht viel über das Spiel reden, wartet später auf die Holy Hot Zone, da werde ich nochmal auf das Spiel hier eingehen. Ich glaube, Union kann hier ein kleines Comeback starten. Warum? Wie gesagt, zeige ich euch später mit Statistiken. Mein Pick für das Spiel kann ich aber schon mal vorwegnehmen. Es ist Diogo Leite, wie auch immer. Der linke Innenverteidiger, der Unioner, wird hier durch den Spielaufbau eine Menge Punkte machen. Und ich erwarte einen 1:0-Sieg. Deswegen ist das für mich die Kombination. Knoche kann man auch nehmen, aber da erwarte ich einfach ein bisschen weniger Rohpunkte als beim Diogo Leite. Deswegen ist er mein Pick. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie man den Dude ausspricht. Ich weiß es bis heute noch nicht. Wie gesagt, warum Union das gewinnen wird, werdet ihr später in der Hotzone hören. Wir gehen weiter zu Darmstadt gegen Freiburg. Auch das ist ein Spiel, wo ich später in der Hotzone nochmal drüber reden werde, denn hier gilt für mich vor allem eine Sache und das ist die Standardstärke. Ich kann es auch jetzt vorwegnehmen, ist ja doof, wenn ich hier so einen heißen Brei rumrede. Also bei Union ist für mich eine Sache sehr interessant. Ich habe das auch schon hier auf Insta gepostet, könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen, kickbase.guy. Da habe ich meine Hotzone schon rausgehauen, zumindest einen Teil davon. Und ihr seht es unten eingeblendet, nee Quatsch, oben, unten, unten eingeblendet. Augsburg ist die Mannschaft in der Bundesliga, die aus dem Spiel heraus super wenig kreiert, wo Union aber sehr anfällig ist mit 11,5 Expected Goals Against. Aus Standards ist Augsburg sehr stark mit 5,9 Expected Goals, während die Union aber mit einer der besten Mannschaften sind, Standards zu verteidigen. Also für mich egalisieren sich die beiden Mannschaften hier so ein bisschen. Das heißt, es ist für mich eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel. Weil Union aber so ein bisschen mit dem neuen Trainereffekt arbeiten kann, 2 Wochen Vorbereitung hatte und ich denke und hoffe für die Unioner, dass hier so ein bisschen die alte Försterei-Magie zurückkommt, dass Union hier auf jeden Fall einen Shout hat, deswegen tippe ich hier einen 1:0-Sieg an der alten Försterei, auch obwohl Jestore bisher mit dem FC Augsburg ungeschlagen ist. Freiburg gegen Darmstadt. Können wir kurz in der Hotzone drinnen bleiben? Ne, gehen wir gleich drauf ein. Ich erwarte hier standardgemäß, wenn Freiburg zu Hause gegen schwache Mannschaften spielt, dann sind die unfassbar konstant. Also ich habe da jetzt keine Statistik, aber ich bin mir sehr sicher, dass die
seit absoluten Ewigkeiten nicht gegen eine, ich sag mal, minus 6 schlechteste Mannschaft in der Bundesliga zu Hause verloren haben. Die sind da einfach konstant. Freiburg ist keine Mannschaft, die die ganz großen Gegner ärgert, aber die sind wahnsinnig kompakt und konstant gegen schwache Mannschaften. Und das erwarte ich auch in dem Spiel, deswegen kann ich das ganz kurz und schmerzlos machen. Ganz klarer Freiburg-Sieg. Für mich auch mit eins der besten Matchups, werden wir morgen in der Spieltagsvorschau noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Ich glaube, da kann man richtig, richtig cool drauf gehen. Wenn ihr Freiburger habt, geht da all in. Und auch in den Challenges sind sie für mich ein absolutes Must-Play in dieser Woche. Ganz klare Kiste. Mein Cheap Beast in dieser Woche ist der gute Manu Gulde. Ich denke, Freiburg wird auf jeden Fall nochmal Dreikette zocken. Zum einen, weil Darmstadt Dreikette spielt und Streich sehr, sehr gerne den Gegner spiegelt. Zum anderen, weil Kübler immer noch verletzt ist. Also ich wüsste nicht, wie man das gestalten sollte, wenn beide nominellen Linksverteidiger, oder Kübler ist ja nicht mal Linksverteidiger, ich glaube, Makengo ist der Einzige, der noch übrig bleibt. Glaube ich aber nicht, dass der spielen wird. Deswegen denke ich, dass sie wieder Dreikette spielen werden. Und dann ist Manu Gulde für mich ein absolutes Cheap Beast an diesem Wochenende. Wir gehen weiter zu Wolfsburg gegen Leipzig. Ein Spiel, was vor, ich glaube, 4 Wochen oder so im Pokal ausgeteilt wurde, ausgestrahlt wurde, wo die Wölfe sich mit 1-0 durch ein Tor von Václav Černý durchsetzen konnten. Für mich war das aber eher so ein Freak-Spiel, anstatt dass ich sagen würde, boah, die haben die Leipziger an die Wand gespielt. Leipzig hat dieses Jahr immer häufiger ein Problem, und das ist, dass sie offensiv einfach nicht beständig sind. Es ist halt eher ein proaktiver Fußball, was natürlich auch so ein bisschen die RB-Schule ist. Es kann aber einfach so Spiele geben, wie bereits gesagt, das Spiel im Pokal gegen Wolfsburg, wo das dann einfach mal in die Hose geht, wo man offensiv kein Tor macht und dann die defensive Kompaktheit auch nicht zu 100% passt, wobei man da, glaube ich, noch 4er-Kette gespielt hat, bin mir aber nicht mehr sicher. Mit der Dreikette, die unter anderem eingeübt wird, damit Willi Orban einen nahtlosen Übergang in diese Startformation findet, denn auch ein Castillo Luqueba können die Besitzer mit gutem Gewissen halten. Ich bin mir sehr sicher, dass der weiterhin spielen wird, sonst hätte man jetzt nicht 3 Spiele in Folge Dreikette gespielt. Ist aber ein anderes Thema. Leipzig sehe ich hier schon im Vorteil. Das liegt unter anderem darum, dass sie wirklich sehr gut in Form sind. Xavi Simons ist überragend in Form. Generell schafft man aber auch einfach durch so eine mannschaftliche Kompaktheit da sehr gut durchzugehen. Die Wölfe oder den Wölfen wird es gut getan haben, dass jetzt gerade Länderspielpause war. Die hatten die wirklich bitter nötig nach dieser 4-0-Klatsche im Borussia-Park. Ja, ist für mich ein enges Spiel. Ich denke aber, Leipzig ist der knappe Favorit und habe mich deswegen für einen 2-1-Auswärtssieg für die Roten Bullen entschieden an der Stelle. Mein Pick ist auf jeden Fall auf der linken Seite der Leipziger. Auch da werden wir in der Hotzone drüber reden. Es ist für mich ganz klar David Raum. Man hätte auch Luqueba oder Xavi Simons nehmen können. Ich entscheide mich hier aber mal für David Raum. Sagt, der macht definitiv einen Scorer und packt am Ende auch einen grünen Balken raus. Warum, werden wir gleich, wie gesagt, in der Hotzone drüber reden. Letztes Spiel in der Konferenz ist dann der SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Und ja, also, wenn man gegen Leverkusen oder Bayern tippt, dann versucht man ja immer erst so einen kleinen Ansatz zu finden, wie kann Bremen gegen Leverkusen ja irgendwas machen, irgendwie sich durchsetzen. Zum einen, Heimvorteil ist immer ein Favorit oder immer ein starkes Indiz dafür, dass Bremen hier eine größere Chance hat mitzuspielen. Zum anderen, Marvin Ducksch als initiierender Spieler, wenn er ganz gut gefunden werden kann und die Angriffe über einen Weiser, einen Dämon, einen Boré gut einleiten kann, dann glaube ich, dass Bremen hier auch potenziell eine Chance hat, ein Tor zu machen, wovon ich auch ausgehe. Ja, dann kommt halt die bittere Wahrheit und die Leverkusener schlachten die am Ende mit 4-1. Denn mein Gedanke ist, Bremen, ich habe die eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen als defensiv kompakt im Kopf, denkt aber nur an das Dortmund-Spiel. Und wenn wir uns Dortmund in der aktuellen Verfassung ansehen, dann kriegen die offensiv einfach nichts geschissen. In allen anderen Spielen hat Bremen immer gefühlt mindestens 2 Tore kassiert. Und ja, wenn ein eingeöltes, superspielendes Leverkusen kommt, wo viele Spieler jetzt auch frühzeitig von der Nation nochmal zurückkehren, außer zum Beispiel ein Palacios, der ist ein bisschen länger unterwegs, aber ja, wobei ich muss schon sagen, wenn dann Robert Andrich spielt, ist das für mich nochmal ein Unterschied, aber letztes Mal hat es ja auch gereicht bei Palacios, deswegen glaube ich, dass der da auch spielen wird, nur in der ersten LSP gegen das Bayern oder vor dem Bayern-Spiel ist er draußen geblieben. Darum soll es nicht gehen, Lirum Larum, ich laber mich hier komplett zu. Was soll ich euch erzählen? Leverkusen ist aktuell die balldominanteste Mannschaft in der Liga, die sicherste Mannschaft in der Liga. Das ist für mich das größte Indiz und vor allem taktisches Mismatch auf den Wingback-Positionen. No Front an Demon und Weiser, die sind, was das Offensive angeht, wirklich cool, machen mir auch Spaß. Aber einfach so die, ich sag mal, lateralen Positionen, wenn man es so nennen kann, der Bremer, also Friedel, Veljkovic, Demon, Weiser, die sind meiner Ansicht nach einfach chancenlos, wenn da, egal wer spielt, Würz, Hofmann, Frimpong, Grimaldo, die werden die da ja auf dem Bierdeckel ausspielen. Ich sehe da überhaupt keine Chance auf den Außen.
Boniface kann ich mir vorstellen, dass man den ganz gut kalt stellen kann in so einem Spiel, aber alles, was in irgendeiner Art und Weise auf Außen bei den Leverkusen ist, wird hier scheppern. Deswegen ist Jeremy Frimpong auch mein MVP-Tipp, nicht mein MVP-Tipp, mein Call für dieses Spiel und unter anderem für mich ein MVP-Kandidat. Er ist nicht mein MVP-Tipp, aber ich glaube, dass der da eine Menge Spaß haben wird. Demar ist jemand, der offensiv, wie gesagt, sich sehr gut bewegt, aber oftmals einfach nicht die körperlichen Attribute hat, um den Weg zurückzugehen. Und das gegen Jeremy Frimpong, das kann brutal fatal sein. Deswegen für mich mein Pick in dem Spiel. Und Leverkusen gewinnt das Ding am Ende mit 4:1. Frankfurt gegen Stuttgart. Für mich das erste Spiel in der Saison, was für mich sehr interessant wird. Denn zum einen kann ich mir vorstellen, also das erste Spiel seit langem vom VfB. Ich kann mir zum einen vorstellen, dass hier eben diese Dreierkette gespielt wird, die man jetzt auch hier sieht. Um einfach auch hier den Gegner zu spiegeln, so einen kleinen taktischen Edge sich potenziell zu erarbeiten, weil man die spielerisch bessere Mannschaft ist, versucht man eher 1-gegen-1 Situationen zu suchen, weil man von der eigenen Qualität sozusagen überzeugt ist. Und ich glaube, Stuttgart wird hier schon ein bisschen mehr vom Ball haben, aber unterschätzt mir die Frankfurter nicht. Frankfurt ist dieses Jahr eine Mannschaft, die vor allem in Heimspielen wirklich sehr, sehr gerne auch ballbesitzdominant spielt. Die gefallen mir in den letzten Wochen eh sehr, sehr gut. Also ich finde, die kann man nicht hier komplett abschreiben. Ich glaube, der VfB wird hier wirklich großen Struggle haben, geben die Frankfurter am Ende auch wirklich final was zu holen. Und mein Call ist, dass es ein Unentschieden wird. Ich glaube, der VfB kann sich hier nicht durchsetzen. Ich denke, es wird ein Unentschieden. Die Frankfurter zu Hause nach 2 Wochen Pause ausgeruht mit wirklich auch einer meiner Ansicht nach sehr guten Form im Hintergrund. Ich glaube schon, dass sie hier eine Möglichkeit haben, den VfB zu schlagen. Auch wenn der VfB, wie gesagt, eine der balldominantesten Mannschaften der Bundesliga ist, glaube ich, dass sie das eben nicht in diesem Spiel ausspielen können und dass das den Frankfurtern ein bisschen zugute kommt. Einziges Problem, Koch fällt weiterhin aus. Ich glaube, das kann ein großes, großes Problem sein, weil Smolcic ist für mich jemand, der gut in der Luft ist. Also gegen Flanken sollte man da ganz gut vorsorgen können, aber einfach taktisches Verschieben. Hat mir auch gegen Bremen nicht allzu gut gefallen. Deswegen bin ich die ganze Zeit am Hin und Her schwanken, ob ich hier auf ein 3-2 oder ein 2-2 gehen soll. Ich habe mich am Ende für ein 3-2 entschieden, auch wenn es sich eben nicht so angehört hat. Auf meinem Skript steht 3:2. Es ist für mich eine ganz enge Kiste, aber Stuttgart ist dann für mich einfach nochmal diesen kleinen Mini-Tacken besser und der Kochausfall ist dann für mich das Zünglein an der Waage, deswegen ich denke, dass der VfB sich am Ende siegreich durchsetzen kann. Mein Pick in dem Spiel, ja, was soll ich sagen, surprise, surprise. Der King ist wieder da, Serhou Guirassy ist zurück und wird hier auf jeden Fall ein ordentliches Ding abfeuern können gegen die Frankfurter, wie gesagt, ohne einen gut zustellenden Robin Koch. Tut das da für mich sehr gut, aber ich glaube, Guirassy wird eher auf der respektiv anderen Seite spielen. Das heißt, Smolcic und so weiter. Und Alter, Smolcic gegen Guirassy, das ist ein riesen Mismatch, einfach was taktische Läufe, Athletik und so weiter angeht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Guirassy ordentlich einen abzündet. Er ist mein Pick und Stuttgart gewinnt das Ding am Ende mit 3:2. Wir kommen noch zu den beiden Sonntagsspielen, die machen wir ein bisschen kürzer. Wir haben zum einen Heidenheim gegen Bochum. Mache ich kurz und knapp, Bochum auswärts eigentlich immer desolat. Heidenheim ist jetzt keine Mannschaft, vor der man sonderlich riesig Angst haben sollte. Trotzdem sind sie sehr gut in Heimspielen. Und was sie vor allem haben, ist Beste und Kleindienst. Und Kleindienst ist auch mein Pick in diesem Spiel. Muss man für mich an diesem Wochenende mit reinnehmen. Und unter anderem gibt er von mir auch die Scorer-Garantie. Kleindienst wird hier ein Tor machen. Vielleicht sogar nach Standard vom Beste. Aber ich glaube, die beiden an dem Wochenende kann man sich auf jeden Fall auch cool für die Challenges reinnehmen. Und ich habe mich am Ende, obwohl das trotzdem knapper klingt, als man denkt, für ein 2-1 entschieden. Man darf Bochum nämlich nicht unterschätzen. Die haben gefühlt in jedem Spiel immer ein Tor gemacht. Also offensiv, obwohl mir das eigentlich gar nicht gefällt, machen sie ihre Dinger. Und Heidenheim ist jetzt keine absolute Defensivmacht. Deswegen 2-1-Sieg. Kleindienst ist meine Scorer-Garantie. Und Heidenheim gewinnt das Ding am Ende. Letztes Spiel, Hoffenheim gegen Mainz. Machen wir auch kurz und schmerzlos. Hoffenheim ist zwar eine Mannschaft, die mit 14 Expected Goals Against aus dem offenen Spiel einen schlechtesten Wert in der Bundesliga hat. Mainz aber auch die Mannschaft, die den schlechtesten Wert für Tore aus dem Spiel heraus hat. Deswegen sehe ich da eigentlich keine Chance für die Mainzer, sich hier toll durchzusetzen. Onisivo wird ihnen auch kläglich fehlen. Ich kann mir vorstellen, laterale Bewegungen auch hier wieder, vertikale Bewegungen sind bei den Mainzern teilweise echt sehr effektiv. Ich spreche da vor allem den Barrero an, der aus dem Mittelfeld da wirklich toll rauspressen kann. Es wird halt einfach Vandenberg und Chor werden hier extrem vermisst werden. Deswegen sehe ich einen klaren Vorteil für die Hoffenheimer. Und die gewinnen das Ding am Ende auch zu Hause mit 3:1. Die werden schon irgendwie ein Tor kassieren, weil Hoffenheim kassiert immer ein Tor. Mein Pick für das Spiel ist dann der liebe Maxi Bayer. Kann man hier auf jeden Fall cool mit reinstellen. Wird die Defensive der Mainzer ein bisschen terrorisieren. Hätte ich auch überlegt, den als Scorer garantiert zu nehmen. Ist aber auf jeden Fall für das Wochenende ein sehr cooler Pick. Das sind meine Predictions und wir gehen jetzt nochmal rein in die Holy Hot Zone.
Und da sind wir auch schon angekommen in der Holy Hot Zone. Mein Partner, den ihr jetzt auch gerade aktuell in der Black Week abchecken könnt. Es gibt auf jeden Fall dicke Rabatte, unter anderem auch hier richtig coole Special Versions wie der Wildberry Wolf, den ich jetzt auch probiert habe. Sehr, sehr geil, schmeckt mir sehr gut. Die anderen Sachen hier so, ich glaube, es gibt noch Bubblegum Butterfly und Woodruff Wolf, also Waldmeister. Ist jetzt nicht so mein Taste, aber gerade hier Wildberry Wolf, sehr, sehr geile Special-Sorte. Kann ich euch nur empfehlen und wir beginnen mit der ersten Hot Zone. Bevor wir das machen, Link dazu natürlich wie immer in der Videobeschreibung mit dem Code KG10, spart ihr nochmal 10% auf alles. Und wenn ihr noch nie da bestellt habt, mit dem Code TOBI5 nochmal 5 Euro auf eure Erstbestellung. Danke für den Support, wie gesagt. Macht das, wenn ihr da bestellt, sehr, sehr gerne über den Link in der Videobeschreibung. Das gibt mir noch ein bisschen extra Hack und würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Kuss für den Support. Danke, 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 dass ihr das Projekt mit Holy so supportet. Wir starten rein mit der ersten Hot Zone und wie bereits eben schon erwähnt, ist das die Leipziger linke Seite. Ist ja egal, wo ich es am Ende zeige. Ich habe jetzt gerade meinen Twitter-Post gesucht, wo ich es euch durchgeschnackt habe, warum das so ist. Und zwar relativ simpel, wir schauen uns hier die Zones of Control an. Das bedeutet, in welchem Bereich die Mannschaften die besten Zugriffe haben. Und da, wo ich mit der Lupe markiert habe, ist zum einen die linke Abwehrseite der Wolfsburger, wo sie wirklich kaum Zugriffe generieren, während bei Leipzig das Spiel generell sehr linkslastig ist. Und das ist für mich ein Indikator dafür, dass die Leipziger hier eine Menge Zugriffe haben werden und vor allem eine Menge Spielaufbau hierdurch betreiben werden, Rohpunkte und so weiter. Unter anderem habe ich da vor allem Luke Heber, Raum und Xavi Simmons im Hinterkopf. Das werden die Spieler sein, die für mich komplett rausstechen und da bei den Wolfsburgern auf jeden Fall für Torgefahr sorgen können. Und wie bereits gesagt, David Raum kriegt von mir eine Assist- oder Torgarantie. Der wird hier auf jeden Fall einen Scorer sammeln und das ist meine erste Hotzone. Und meine zweite Hotzone sind die Freiburger Standards. Also ich habe mir hier überlegt gehabt, ich habe es ja schon gezeigt gehabt, die Freiburger sind wirklich sehr, sehr gut nach Standards. Ihr seht es nochmal hier oben eingeblendet. Darmstadt ist eine Mannschaft, die sehr, sehr viel nach Standards zulässt, während Freiburg eine Mannschaft ist, die sehr, sehr viel nach Standards kreiert. Und ich glaube einfach, dieses taktische Mismatch kann auch in dem Spiel wieder zu tragen kommen. Das heißt natürlich vor allem Standardschütze Nummer 1, Vincenzo Grifo ist hier euer Mann. Vor allem, wenn Doan nicht auf dem Platz steht, dann macht Grifo halt wirklich alle Standards. Wenn Günther und Doan nicht auf dem Platz stehen als Linksfüße, Abnehmer zum einen die komplette Dreierreihe plus zu Null Gefahr und Höfler und Höhler sind auch potenzielle Abnehmer, kann man meiner Ansicht nach alle richtig gut stellen. Ist für mich mit eins der absoluten Top-Matchups an diesem Wochenende. Muss man drauf gehen. Meine letzte Hotzone ist dann die Abwehrreihe der Unioner. Ich habe es eben schon kurz gezeigt und gesagt gehabt. Ihr seht es nochmal ganz unten in der Grafik eingeblendet. Augsburg ist eine Mannschaft, die tendenziell über Standards kommt. Union ist eine Mannschaft, die tendenziell eher aus dem Spiel heraus kassiert, nach Standards sehr stark ist. Deswegen glaube ich, können sie die Augsburger da relativ gut egalisieren. Und an der alten Försterei im Heimspiel sollte dann auch endlich mal wieder ein Türchen drin sein. Deswegen, für eine Hotzone reizt mir nicht, aber ein Geraldo Becker kann man hier auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben. Vor allem die drei Abwehrspieler und ich denke auch, dass die drei Eingeblendeten hier spielen werden, denn der neue Trainer hat fast ausschließlich auch immer Dreierkette gespielt. Die drei sind absolute Hotpicks an diesem Wochenende, können zu Null spielen, grüner Balken, Garantie incoming. Und das war's mit Bundesliga-Preview für den 12. Spieltag. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer Spaß gemacht. Und wie bereits gesagt, morgen leider kein Livestream. Es wird aber morgen um 9 Uhr direkt eine Spieltagsvorschau geben. Checkt die gerne ab. Wir hören uns dann morgen. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man.